Der Gott Dhanvantari ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit in der Geschichte des Ayurveda. Er war der Arzt der Götter und ein exzellenter Chirurg. Im Hinduismus wird er bis heute sehr verehrt, denn wer seine Gunst erlangt, der erlangt auch Heilung. Er war es, der zu Beginn der Zeit den Heiligen des Ayurveda beibrachte. Denn Brahma, der Schöpfergott, hatte des Ayurveda erfunden lange bevor er die Menschen erschuf. Brahma hatte des Ayurveda in 100.000 Versen, in 1.000 Kapiteln geordnet. Das war ganz schön viel. Und so war es nicht immer so einfach für die Menschen, mit ihrem beschränkten Horizont und ihrer viel zu kurzen Lebensspanne, das Ayurveda zu erlernen. Die Geschichte besagt, dass dann Vantari vor sehr, sehr langer Zeit mitten aus dem Milchozean mit einem Gefäß aufstieg, welches voller heilsamen göttlichen Nektar war während der Milchozean von Dämonen und Halbgöttern umgerührt wurde. Das Gefäß, was er bei sich trug mit dem heiligen Nektar, wurde natürlich sofort von den Dämonen geklaut. Indra, eine wunderschöne Halbgöttin, ritt auf ihrem Elefanten, als Dhanavantari sie das erste Mal sah. Er war sofort betört von ihr und ganz verzaubert und schenkte ihr eine wunderschöne, gesegnete Blumengelande. Indra akzeptierte sein Geschenk und legte die Gelande auf ihren Elefanten, der wiederum die Gelande sofort zu Boden warf. Dann Vantari war super angefressen deswegen. Denn er fand es ziemlich respektlos, von ihr sein wunderschönes Geschenk einfach so wegzuwerfen. Er wurde böse und richtig ärgerlich. Und sein Ärger führte dazu, dass alle Halbgötter ihre Heilkräfte verloren. Als die Dämonen davon hörten, fingen sie natürlich sofort an, die Halbgötter zu attackieren. Viele von ihnen starben und die Dämonen gewannen langsam, aber sicher, die Kontrolle über das Universum. Indra und die anderen Halbgötter wandten sich also an Brahma, den Schöpfergott, und baten ihn um Hilfe. Diese wiederum empfahl ihnen, einfach den Milchozean nochmal umzurühren, um noch mehr von diesem heiligen Nektar zu produzieren. Aber die Halbgötter hatten nicht mehr so viel Kraft. Und so mussten sie die Dämonen um Hilfe bitten, um den Milchozean umrühren zu können. Und die willigten natürlich sofort ein, denn sie waren fest davon überzeugt, dass sie den geschwächten Halbgöttern auch diesen neu entstandenen Nektar einfach wieder wegnehmen könnten. Das war den Halbgöttern natürlich klar. Aber Brahma und seine Gottkollegen versprachen den Halbgöttern, wirklich, wirklich sicherzustellen, dass nur sie das Gefäß mit dem Nektar am Ende behalten würden. Den großen Milchozean umzurühren ist gar nicht so einfach. Man braucht ein gutes Werkzeug. Und deswegen beschlossen die Halbgötter und die Dämonen, die heilige Schlange Vasuki um den Berg Mandara zu binden, um diesen dann als Werkzeug zum Umrühren des Milchozeans zu benutzen. Wenn man den Milchozean umrührt, entsteht ziemlich viel Wirbel. Und so fielen viele verschiedene Heilkräuter in den Ozean und natürlich auch in den Nektar. Und wie sie da so rührten, erschien Dana Vantari wieder auf der Bildfläche. Er war jung und schön und stark gebaut und er bewegte sich wie ein Löwe. In seinen Händen hielt er ein neues Gefäß voll mit kostbarem Nektar. Als die Dämonen ihn und den heilsamen Nektar sahen, stürzten sie sich auf ihn und klauten ihm natürlich den Nektar. Aber naja, Dämonen bleiben Dämonen. Und weil sie so erfüllt sind von Groll und Ärger und Stolz, begannen sie natürlich sofort, sich um den Pott zu streiten. Sie rissen ihnen sich gegenseitig aus den Händen wie Diebe. Als die großen Götter sahen, wie beschäftigt die Dämonen waren, sich gegenseitig zu beklauen, hatten sie eine Idee. Einer von ihnen verwandelte sich in eine wunderschöne Frau, die die Dämonen faszinierte, bezirzte sie ein bisschen, lenkte sie ab, und klaute den Nektar zurück. Wie versprochen reichte er das Gefäß an die Halbgötter weiter, die sofort daraus tranken und sofort wieder erfüllt waren von Energie und Kraft und die Dämonen wieder unterwerfen konnten. Nun waren sie auch keine Halbgötter mehr und zogen zurück in den Himmel, wo jeder von ihnen seinen Thron einnehmen konnte. Zu der Zeit, als der Milchozean das letzte Mal umgerührt wurde, prophezeiten die Götter, dass Dhanavantari irgendwann in unsere Welt zurückinkarnieren würde, um den Menschen das Ayurveda beizubringen. Die alten Schriften besagen, dass derjenige, der sich an den Namen von Dhanavantari erinnern kann, geheilt werden wird von allen Leiden. Deswegen ist Dhanavantari bis heute in ganz Indien als Medizingott verehrt. Die schöne Halbgöttin, welche ja inzwischen im Himmel war, weil sie zur Göttin geworden war, Indra, sah das Leiden und die Schmerzen der Menschen und wurde sehr, sehr traurig. Und so bat sie Dhanavantari darum, auf die Erde zurückkehren zu dürfen um den Menschen das Ayurveda zu vermitteln. Hey, willkommen zurück bei meinem Podcast Burnout von der Leichtigkeit des Seins. Endlich ist es wieder soweit, die neue Staffel hat angefangen und das hier ist die Auftaktfolge. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Staffel 3 ist die Auflösung der ersten beiden Staffeln. Die waren echt hart, oder? Also ich habe super viel Konzentration gebraucht, um diese Folgen vorzubereiten, weil die Themen so komplex waren und naja, wir haben ganz schön Chaos angerichtet. Auf der einen Seite haben wir uns alles angeguckt, was in deinem Leben so los ist, welche Faktoren eine Rolle spielen für dein Wohlbefinden oder vielleicht auch für dein Unwohlsein. Wir haben gesprochen über Fehler und über alles, was so schief gehen kann im Leben und wie man damit umgeht. Wir haben gesprochen über deine Kindheit, deine Eltern, die Einflüsse, die dich zu dem gemacht haben, der du heute bist. Über deinen Körper, über deine Gesundheit, über Krankheiten. Wir haben eigentlich alles einmal komplett von hinten bis vorne aufgedröselt. Und obwohl das ziemlich erkenntnisreich war, war es wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig manchmal für dich. Und hat im ersten Moment wahrscheinlich für mehr Chaos als für Ordnung gesorgt. Das ist ganz normal. Und wir haben es überstanden. Alles, alles, was jetzt kommt, wird so viel entspannter sein. Denn wir räumen auf. Wir nehmen alle Erkenntnisse, die du in den letzten zwei Staffeln gewonnen hast. Und werden sie sortieren. Und dann, zack, fertig, Burnout, erledigt für immer. Um Dinge zu ordnen, ist es ja ganz gut, wenn man ein Schema hat. Das Schema, was ich benutze, um alles zu ordnen, ist das Ayurveda. Davon hast du schon gehört in den ersten zwei Staffeln. Und vieles von den Tipps, die ich dir gegeben habe, war auch schon Ayurvedisch. Die Folge heute will ich nutzen, um dir zu erklären, wie dieses Schema funktioniert, damit du es dann selber benutzen kannst, und zwar solange du lebst. Das Ayurveda ist eine ziemlich alte Tradition. Die Geister scheiden sich, ob es 3000 Jahre alt ist oder 7000 Jahre. Aber, naja, wenn wir von ein paar tausend Jahren sprechen, so oder so, ist es ziemlich retro. In Indien ist es echt populär und man kann es studieren, so wie man bei uns ganz normal die Medizin auch studieren kann. Und im Gegensatz zu vielen anderen alternativen Methoden ist es Ayurveda sehr, sehr gut erforscht und auch sehr, sehr gut belegt. Zu allem, was ich dir in dieser Staffel erzähle, gibt es Statistiken, ganz genauso wie in der Schulmedizin auch. Inzwischen fängt man auch an, nicht nur in Indien, sondern auch in anderen Ländern, auch bei uns, Beide Wissenschaften zu kombinieren. Denn wo die Schulmedizin oftmals nur auf Symptomkontrolle setzt, setzt es Ayurveda tatsächlich auf Ausgleich. Und das haben wir sogar inzwischen in der westlichen Welt verstanden. Beide stehen sich im Übrigen auch nicht entgegen. Das ist ein wichtiges Kriterium für mich persönlich. Es gibt super viele richtig, richtig gute Methoden von denen ich auch echt überzeugt bin. Aber ich finde immer, wenn man mit Menschen arbeitet, die einem vertrauen, ist es wichtig, dass man Dinge anwendet, die einfach sicher sind. Also es gibt ja viele Methoden, die sind nicht belegt. Und dann hörst du vielleicht davon, dass ähm, die Methode irgendjemandem besonders gut geholfen hat oder vielleicht auch zwei Personen besonders gut geholfen hat. Das Problem bei solchen Sachen ist immer, wenn das wissenschaftlich nicht belegbar ist, dass es halt auch einfach sein kann, dass es 100 Leute gegeben hat, von denen du nichts gehört hast und die alle daran gestorben sind. Und deswegen, da ich selber ursprünglich aus der Schulmedizin komme, ist es für mich also ein sehr, sehr, sehr wichtiges Kriterium, dass das, was ich mache, sich in allen Disziplinen wirklich deckt und sich nicht widerspricht. Und beim Ayurveda ist es also tatsächlich so, die Schulmedizin hat ihren eigenen Weg, die Sachen zu analysieren und äh, zu Erkenntnissen zu kommen und Rückschlüsse zu ziehen. Und meiner Meinung nach ist das manchmal ein bisschen lückenhaft, weil die Schulmedizin leider nicht immer so ganzheitlich an die Sachen rangeht. Und da ist das Ayurveda schon ein bisschen, ja, ein bisschen ausgefeilter, weil das Ayurveda die Psychologie und den Körper und die Seele niemals trennt. In der Schulmedizin haben wir die Psychologie als ein Feld, wir haben die Medizin als ein anderes Feld, wir haben ein paar zaghafte Ansätze, dass diese beiden Sachen vielleicht zusammenhängen und sich gegenseitig beeinflussen, aber naja, es ist eben sehr lückenhaft. Im Ayurveda ist es nicht so. Im Ayurveda ist es eher so, dass das die Grundlage von allem ist. Die Erkenntnis, dass wenn der Geist krank ist, auch der Körper krank sein wird. Und dass wenn es uns körperlich nicht gut geht, dass wir auch seelisch und geistig darunter leiden werden. Und das ist im Wesentlichen auch das, was du in den ersten zwei Staffeln meines Podcasts schon gehört hast. Ayurveda bedeutet übersetzt so viel wie die Wissenschaft vom langen Leben oder vom gesunden Leben. Und das sagt eigentlich schon sehr viel über die ayurvedischen Grundsätze aus. Das Ayurveda wird immer, immer versuchen, die Ursachen zu finden. Es gibt Medikamente im Ayurveda, die sind auch sehr, sehr effektiv. Aber in der Regel wird ein ayurvedischer Arzt immer versuchen, herauszufinden, was genau schiefgelaufen ist, dass du dieses und jenes Symptom bekommen hast. Und selbst wenn er dir Medikamente mitgibt, damit das Symptom halt aufhört, Kopfschmerzen zum Beispiel, wird er immer viel mehr den Fokus darauf legen, dir zu erklären, was genau du falsch gemacht hast oder was du ändern musst in deinem Alltag oder in deinem Umgang mit dir selbst, damit dieses Symptom einfach nie wiederkommt. Und das funktioniert folgendermaßen. Wir gehen davon aus, dass alles aus Informationen besteht. Das hast du in der ersten Staffel in den Folgen über das Unterbewusstsein, also zum Beispiel in Folge 4, schon gelernt. Unser Körper und unser Geist checken den ganzen Tag unsere Umwelt ab. Und das, was wir essen und das, was wir einatmen und so weiter und so fort. Daraus zieht dein System Rückschlüsse. Und reagiert. Und wenn es die falschen Informationen bekommt, reagiert es mit Krankheit. So, jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, im Ayurveda wird alles, was existiert, nach diesem Schema geordnet. Alles, was existiert, ist natürlich ziemlich viel. Alles eben. Und weil das schon so viel ist, ist das Schema, nach dem es sortiert wird, ziemlich einfach. Es gibt drei Grundelemente, nämlich Erde, Feuer und Luft. Also dafür gibt es auch ayurvedische Begriffe, aber die erspare ich dir jetzt, weil es geht ja darum, dass du es verstehst und nicht darum, dass du Sanskrit lernst. Also Erde, Feuer und Luft. Und es braucht immer alle drei Elemente, damit Leben entstehen und erhalten bleiben kann. Das sieht dann ungefähr so aus. Stell dir eine Blume vor, einfach so eine Skizze, die kannst du dir auch gerne jetzt aufmalen. Du hast die Erde, du hast die Wurzel von der Blume, die unter der Erde ist, du hast den Stiel der Blume und natürlich die Blüte. Die Aufgabe des Erdelements ist es, zu nähren, zusammenzuhalten und Stabilität zu gewährleisten. Im Fall der Blume ist es also die Wurzel. Ohne Wurzel kann sie nicht stehen, weil sie dann einfach weggeblasen wird vom Wind. Sie ist dann nicht, nicht geerdet und nicht verankert. Und sie bezieht alle ihre Nährstoffe, aus der sie später ihre Energie gewinnt, über ihre Wurzel. Das heißt, wenn die Wurzel kaputt ist, stirbt die Blume, weil sie, ja, weil sie nicht mehr essen kann. Dann haben wir das Feuerelement. Das Feuerelement ist dazu da, dass Dinge verarbeitet werden und dass daraus Energie gewonnen werden kann. Es ist ein sehr, sehr reaktionsfreudiges Element. Also wenn du schon mal ein Lagerfeuer gesehen hast, dann weißt du, dass Feuer super, super schnell übergreift, wenn es halt die richtigen Materialien zum Brennen hat. Und ja, das Feuerelement ist zum Beispiel in, für deine Verdauung zuständig und das Feuerelement ist natürlich auch in der Blume für Verdauungsprozesse zuständig. Das heißt, die Nährstoffe, die die Blume über die Wurzel aus der Erde zieht, werden dann weitergeleitet in den Stiel und in die Blätter und so, wo bei einer Blume Photosynthese stattfindet. Das heißt, sie nimmt die Nährstoffe, sie wandelt sie um in Dinge, die sie braucht, damit sie wachsen und sich entfalten kann. Also ungefähr so, wie wenn du isst und dein Körper anfängt, das Essen, was du aufgenommen hast, aufzuspalten und zu sortieren und dann, an Stellen zu schicken, wo er die Mineralien und Nährstoffe eben braucht. Und naja, wenn du dir jetzt die Blume vorstellst und einfach den Stiel wegnimmst, dann ist klar, dass die Blume auch nicht mehr existiert. Genauso wie wenn du die Wurzel einfach wegnehmen würdest. Zu guter Letzt haben wir noch das Luftelement. Das Luftelement ist ein sehr, sehr, sehr bewegliches Element, ein sehr unruhiges Element, was für deine Kreativität zuständig ist, damit du dich weiterentwickeln kannst. Und bei der Blume wäre das dann wahrscheinlich der Duft und die Blüte. So wie die Blume keine Blume ist, wenn ich die Wurzel oder den Stiel wegnehme, ist die Blume natürlich auch keine Blume mehr, wenn ich die Blüte wegnehme. Wenn das Luftelement fehlt, kann die Blume ihren Daseinszweck nicht erfüllen. Sie kann nicht duften, sie stellt keine Nahrung für Bienen bereit, sie kann ihre Samen nicht verteilen und den Fortbestand ihrer Art sichern. Und abgesehen von all dem ist eine Blume ohne Blüte natürlich auch keine Blume. Also, Erde, Feuer und Luft, diese drei Elemente sind immer da. Ohne Erde keine Stabilität, ohne Feuer keine Verdauung, keine Verarbeitung und ohne Luft kein Wachstum und keine Entwicklung. Es ist also das Zusammenspiel dieser drei Elemente, was alles in unserer Welt erschafft und für ihren Fortbestand sorgt. Und es sind diese drei Elemente, die in unserem Körper im Gleichgewicht sein müssen, damit wir gesund sind. Das Ganze funktioniert nämlich auch andersrum. Wir werden nicht nur krank, wenn uns bestimmte Elemente fehlen, wir werden auch krank, wenn wir von bestimmten Elementen zu viel haben. Wenn wir zu viel Erde haben, zum Beispiel, werden wir träge. Wir werden super unmotiviert, vielleicht sogar depressiv. Und auf der körperlichen Ebene wären Gewichtsprobleme ein ganz klassisches Erdthema. Gewichtsprobleme, bei denen du einfach immer weiter zunimmst und die überflüssigen Pfunde nie los wirst, egal was du probierst. Wenn wir zu viel Feuer haben, werden wir unruhig und aggressiv. Wir sind schnell reizbar. Und auf der körperlichen Ebene würden wir zum Beispiel Entzündungen entwickeln. Entzündungen, die zustande kommen, ohne dass es einen äußeren Reiz gegeben hat. Entzündungen, die der Körper quasi aus sich selber rausmacht. Das ist wieder ungefähr das, was ich vorhin über das Lagerfeuer schon gesagt habe. Das Feuerelement ist ein Element, was keine Grenzen kennt, wenn man es nicht selber begrenzt. Und so wie bei einem Lagerfeuer das Feuer auf alles andere übergreift, was du vielleicht gar nicht willst, dass es brennt, wenn du nicht aufpasst. So ist es auch, wenn wir zu viel Feuer im Körper haben. Zu viel Feuer im Körper sorgt dafür, dass der Körper anfängt, sich selbst zu zerstören. Haben wir zu viel Luft, werden wir nervös. Wir schlafen schlecht oder gar nicht. Und ein klassisches körperliches Problem für die Luft wäre zum Beispiel Kreislaufprobleme. Soweit, so gut. Das waren also die drei Elemente. Kommen wir zurück zur Schulmedizin. Das größte Problem der Schulmedizin aus meiner Sicht ist, dass sie die Patienten nie individuell genug betrachtet. Wenn du mit Halsschmerzen zum Arzt gehst, dann guckt er dir in den Hals, er stellt fest, du hast eine Entzündung, er wird dir Medikamente empfehlen oder verschreiben und das wird er mit jedem machen, der so in die Praxis kommt. Der Fokus liegt auf der Halsentzündung und nicht auf der individuellen Person. In manchen Fällen funktioniert es ganz gut und in manchen Fällen ist es leider ein Ansatz, der nicht ausreichend ist. Im Ayurveda läuft es ein bisschen anders. Wenn du zu einem Ayurvedischen Arzt kommst mit Halsschmerzen, dann wird er sich nie nur deinen Hals angucken. Er wird deinen kompletten Körper einmal analysieren, um festzustellen, warum du diese Halsschmerzen hast, wo die hergekommen sind und was da vorher schiefgelaufen ist. Er wird immer versuchen herauszufinden, welches Element bei dir gerade überschäumt und welches Element vielleicht gerade im Moment zu wenig vorhanden ist, sodass diese Halsentzündung entstehen konnte. Und was noch viel wichtiger, und wahrscheinlich auch noch viel, viel interessanter ist für dich, ist die Tatsache, dass jeder Mensch seinen ganz individuellen Körpertypen hat. Und auch das wird wieder nach diesen, genau diesen Elementen, über die ich gerade gesprochen habe, eingeteilt. Das bedeutet, es gibt Menschen, die von Natur aus einfach stabiler sind als andere die von Natur aus einfach ein bisschen schneller zunehmen als andere und ein bisschen weniger schnell abnehmen als andere. Die von Natur aus einfach immer schlafen können, wo andere kein Auge mehr zukriegen würden. Das sind die Erdtypen. Feuertypen zum Beispiel sind Menschen, die äh, ein bisschen leichter reizbar sind als andere um sie herum, als zum Beispiel der Erdtyp. Feuertypen sind oftmals auch sehr, sehr intelligente Menschen mit einem scharfen Verstand. Und die Lufttypen sind zum Beispiel die kreativen, sind aber auch oftmals die empfindlichsten von den dreien. Aber keine Sorge, darauf gehe ich nochmal ein bisschen genauer ein und zwar in der nächsten Folge. Die ist dann nur dazu da, dass du herausfinden kannst, welchen Körpertyp du hast. Das Wissen über die Körpertypen ist im Übrigen nicht nur interessant für dich und für deinen Lebensweg und deine Gesundheit, sondern es ist auch ziemlich hilfreich, weil es hilft, andere einzuschätzen. Da das Ayurveda körperlich und psychisch nicht trennt, wirst du also in der Lage sein, nicht nur zu erkennen, was für ein Körpertyp vor dir steht und welche Dinge besonders leicht oder besonders schwer für ihn sind. Du wirst auch einschätzen können, wie diese Person kommuniziert und wie du manche Dinge, die Menschen in deinem Umfeld so veranstalten, einordnen und damit umgehen kannst. Du siehst also, alles zu sortieren macht alles auch ein bisschen einfacher. Also, ich hoffe, du bist bereit für eine super entspannte neue Staffel, Burnout von der Leichtigkeit des Seins, an deren Ende du schon ein bisschen besser wissen wirst, wie die Dinge, die dich jeden Tag umgeben und die du jeden Tag tust, einzuordnen sind und an welchen Schräubchen du drehen kannst, wenn es dir mal nicht so gut geht, um dein Gleichgewicht schnell, effektiv und gesund und vor allem nachhaltig wiederherzustellen. Was kommt sonst noch auf dich zu? Viele haben sich gewünscht, dass es nochmal eine Folge gibt über Freunde und über Isolation. Das habe ich gehört und aufgenommen und sie wird kommen in dieser Staffel. Außerdem werden wir noch mal ein bisschen über Ernährung sprechen. Das Unterbewusstsein ist natürlich am Start. Logisch, das Unterbewusstsein ist ja immer am Start. Wie könnte das in Staffel 3 anders sein? Und diesmal werden wir uns auch damit beschäftigen, was dein Unterbewusstsein zum Beispiel in Träumen so macht und wie du diese Sachen benutzen kannst, um ein bisschen besser zu verstehen, was in dir vorgeht, was dich stresst und wie du diese Sachen auflösen kannst. Naja, und ansonsten gibt es natürlich, wie gewohnt, die volle Burnout Coaching Berlin Dröhnung. Schöne Geschichten, philosophische Erklärungsversuche und ich bin sicher, auch der Tiger wird uns hin und wieder noch begegnen. So. War noch was? Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Ach ja. Das Mantra der Woche. Alles kommt in seine Ordnung. Wir haben uns lang genug in den letzten beiden Staffeln mit Schwierigkeiten und Konflikten und Ursachen befasst. Jetzt, in Staffel 3, ist es Zeit für die Lösung. Ich freue mich drauf. Bis übernächste Woche, deine Susi.